Jö. Dann wollen wir mal Stahlproduktion ein wenig aufpäppeln. Dafür hätte ich gerne so einen Schmelzöfen. Und dafür brauchen wir Ziegelsteine. Komm her. Wobei ich irgendwie den Verdacht habe, dass gar kein Eisen mehr da unten ankommt. Aber daran müssen wir halt arbeiten, wenn dem so sein sollte. Du dahin. Kohle hast du noch? Ja. Du auch? Ja. Ja, nämlich das erste Eisending, was ankommt, wird vom Zahnrad genommen. Alles vom Zahnrad genommen. Gut. Wir brauchen definitiv schnellere Fließbänder. Oder langsamere Knickarme. Sonst müssen wir das echt so machen, wie es in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Und dann Doppelfließbänder mit jeweils einer Ressource zu machen. Also hier zwei Fließbänder, die beide mit Eisenplatten gefüllt sind. Und dann irgendwo anders zwei Fließbänder, die nur mit Kupferplatten gefüllt sind. Damit halt der Nachschub gewährleistet ist. Weil ihr seht ja, die eine Zahnradfabrik hat jetzt gerade mal eine Eisenplatte durchgelassen. Das ist nicht gut. Alternativ können wir natürlich dafür sorgen, dass einfach immer mehr Eisen hier ist. Aber das wird problematisch. Denn, hier rum. Doofes Wasser, ja. Denn es muss dann auch immer schnell genug hier Eisenerz ankommen. Und das tut es gerade nicht. Okay, wir haben auch nur 4 von den Dingern da. Das ist vertretbar. Nee, geht so. Ich hätte gern noch einen, und zwar eigentlich hier und noch einen hier. Das heißt, wir müssen da jeweils wieder diese unterirdischen Dinger machen. Du so. Bau ein unterirdisches Ding da und komm da wieder raus, um dann gleich wieder runter zu gehen. Das Ganze hier nochmal. Geh da runter, um da wieder rauszukommen. Okay. Und dann Fließbänder hier, die nach da gehen und die nach da gehen. Und wie wir an das Eisen rankommen, keine Ahnung. So, denn noch ein davon. Und dich hierhin, dich dahin. Kommt schon mal ein bisschen mehr, aber es wird immer noch nicht reichen. Wir müssen das einfach... Ja, wo haben wir das richtig nächstgrößte Eisenfeld? Nirgends. Das ist nicht gut. Wir haben da ein kleines, ein echt kleines. Da ein etwas größeres, aber das ist eine Basis. Da ein etwas größeres, das ist auch eine Basis. Und da ein etwas größeres, das ist umringt von Basen. Eventuell werden wir das Spiel verlieren, weil wir kein Eisen haben, um Munition herzustellen. Das wäre garstig. Das wäre richtig garstig. Gib mir mehr Munition. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Wir könnten es immer noch so machen, dass wir damit Lasertürmen versuchen, die Basen kaputt zu machen. Aber das ist halt nicht Sinn des Ganzen. Ich habe es am Anfang gemacht, weil es notwendig war, sonst wären wir jetzt schon tot. Ich würde eigentlich ganz gerne darauf verzichten. Gucken wir mal, wie das jetzt mit dem Eisenerz und den Eisenplatten aussieht. Irgendwann müssten sich die Zahnräder ja auch stauen. Nee, tun sie nicht. Du hör mal auf zu arbeiten. Die reichen nämlich vorerst. So, jetzt werden sich die Zahnräder gleich stauen. Denn ist hier kein Bedarf mehr. Und dann kommen die Eisenplatten durch und kommen zur Stahlproduktion. Du kriegst gleich mal 200, damit du nicht immer was davon wegnimmst. So. Und du kriegst auch 200 zum Einschmelzen, du kriegst 200 zum Einschmelzen. Dann kannst du es ja ein bisschen mal stauen für später. Okay. Das hätten wir also. Forschung ist am Durchtickern. Braucht aber eine Weile und wir haben keine grünen Tränke. Warum haben wir keine grünen Tränke? Weil wir keine Ärmchen haben. Warum haben wir keine Ärmchen? Weil wir kein Eisen hatten. Du, 200 Eisen, 200 grüne Chips, gib ihm. Und du hattest keine Chipsputze, weil auch kein Eisen da war. Das ist echt ein riesen Rattenschwanz. Also sobald oben einmal nicht genug Eisen ankommt, gehen alle Unterprodukte weg. Und da wird nichts mehr produziert. Solange bis halt die eine Ressource, die oben die Sachen wegklaut, wie hier die Zahnräder, bis die voll sind. In dem Fall wäre das gewesen, bis diese Kiste ja voll ist, was die ganze Weile dauert. Also ja, da müssen wir uns später andere Systeme ausdenken.
So, wie schaut's beim Kupfer aus? Kupfer kann ruhig eingelagert werden bis zum Get-No, ne? Ja, okay. Mach daraus bitte mal eine Stahlkiste. Plupp. So, das füllst du mir alles mit Kupferdraht. Was wir jetzt noch nicht brauchen, aber ich schätze mal so in 20, 30 Folgen wird das weggehen wie warme Semmeln. Die Kupferdrahtkiste da. So, du produzierst. Sehr gut, grüne Tränke werden wieder hergestellt. Rote müssten eigentlich... Ja, auch rote funktionieren nicht so schnell. Was fehlt bei dir? Nix, aber du bist alleine. Wir könnten hier noch eine Fabrik hinsetzen. Aber die roten Tränke von hier nach da drauf zu bringen, könnte problematisch werden. Ja, also unmöglich ist es nicht, aber problematisch, weil wir haben keinen Platz, um so einen Knick zu machen. Also wir könnten das jetzt hier aufstellen. Denn durch diese Fließbänder hier durch, also hier wieder runter, da wieder hoch, da wieder runter, da wieder hoch. Und den hier durchführen. Aber hier sind die ganzen Ölfelder, die sollten später eigentlich leer gemacht werden. Bisschen ärgerlich. Also später kommen hier überall Pumpjacks hin, damit wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 0,1 Öl bekommen. Was ja besser ist als nichts, ne? Was sogar ziemlich gut ist. Also ja, hier haben wir keinen Platz für so eine Spirenzchen. Es muss einfach immer dafür sorgen, dass genug hier vorhanden ist und das Ding durchgehend arbeitet. Und es wird auch später Speed-Module bekommen, auch wenn das dann mehr Strom verbraucht. Weil es halt ein Einzelgänger ist. Ja, okay. So, grüne Tränke kommen hier auch an, das ist gut. Stahl sammelt sich. Was brauchten wir jetzt für oben? Für oben brauchen wir eigentlich nur die ganze Forschung. Das ist ein wenig ungünstig. Achso, ich kann ja einfach selber in meinem Inventar, stell mal hier so 30 grüne Tränke her. Stahl kommt mit. Das dauert ganz schön lange im Inventar. Ich dachte mir, ach, dann machst du halt ein bisschen was von Hand. Dann kannst du die Maschinen entlasten. Aber die Maschinen, ja, sind doch ziemlich wichtig. Wo sind die Grüntränke? Da. Ding, ding. Und Bäume stehen lassen. Ich habe immer das Bedürfnis, alle Bäume umzuhauen, die ich sehe. Aber ich lasse jetzt lieber alles stehen. Zumal es ja in diesem Mod, also bei Dietech, auch Gummibäume gibt. Da hatte ich schon einen so einen Samen hier oben irgendwo eingelagert. Ne, da. Ein Resin. Und aus einem Resin kann ich irgendwo hier... Irgendwo hier. Ein Rubber Seed machen. Ding. Und den Rubber Seed kann ich... Ah, der ist ganz unten. Den kann ich dann anpflanzen. Und dann habe ich einen Gummibaum. Und den Gummibaum kann ich regelmäßig abernten. Und diese Gummibäume dürften eventuell auch die Umweltverschmutzung aufziehen. Das heißt, ich könnte so einen richtigen Wall machen. Also da, wo gar keine Bäume sind. Hier zwischen zum Beispiel oder da unten rum noch oder da, keine Ahnung. Da halt ganz viele von den Gummibäumen aufbauen, um ein bisschen was von dem Smog aufzusaugen. Also ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wie die Aktion heißt, aber das gab es vor einer Weile. Ich bin ja nicht mehr ganz so up to date, was Welt angeht. Vor einer Weile gab es diese Aktion, dass wenn man irgendwas kauft, was recht viel Kohlendioxid produziert, also ein Auto zum Beispiel oder so, dass man dann so eine kleine Abgabe macht von, keine Ahnung, 100 Euro oder was und dafür werden dann Bäume gepflanzt in Südamerika. Irgend so ein Gedöns. Sowas in der Richtung ist das, was wir hier jetzt machen. Wir machen was Schlimmes, definitiv, aber wir bauen Bäume. Das ist gut. So. Stein ist okay. Mauern. Achso, das Ding können wir auch mal ersetzen, stimmt. Du? Boah, mach die Tränke weg. Das ist mir jetzt zu albern. So. Pumpjacks, nee. Fabrik, nee. Forschungsdinger, nee. So, jetzt kannst du hinten dran die Tränke wieder machen. So, du ersetzt bitte den da, damit das Einschmelzen der Steine ein bisschen schneller geht. Du kriegst doch gleich ein paar mehr Steine. Wir haben auch schon schnelle Ärmchen, oder? Machen wir hier schnelle Ärmchen. Ziehen, 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 ziehen. Lohnen sich noch irgendwo schnelle Ärmchen? Nicht wirklich, oder? Also es staut sich nicht. Ja doch, hier beim Draht.
Da hatten wir mal das Problem, aber jetzt nicht mehr wirklich, weil das Kupfer nicht hinterherkommt. Oh, was ist denn da das Problem? Wahrscheinlich ist es ein Feld alle. Oder die... Die Dinger haben noch Kohle, ja. Ein Feld ist alle. Weg mit dir. Hin mit dir. Wir haben keine Fließbänder. Ach, wegen den grünen Tränken. Fieser Möb. So. Das reicht auch wieder. Also ja, ich könnte jetzt gleich noch mehr aufbauen, das ganze Feld leer machen. Ja, aber das ist vollkommen okay, so wie es ist. So, gib her mit den Baumauern. Forschung sieht okay aus. Aber das zieht sich noch. Also wir müssen ja erstmal jetzt Schwefel erforschen. Nach dem Schwefelzeug müssen wir Batterien erforschen. Nach den Batterien können wir erst die bessere Ölraffinerieanlage da erforschen. Das heißt, das Ding steht erstmal eine Weile still. Also Öl können wir für die nächsten 5 Folgen erstmal ignorieren oben. Das wird alles gesammelt, das wird alles aufgesplittet, werden die Tanks gefüllt und dann ist gut. Wobei, das sollte ich mir nochmal angucken. Habe ich noch genug Ressourcen für 1-2 Tanks? Nein, okay. Also, Stahl holen, damit ich im Notfall oben noch Tanks bauen kann und dann hochgehen und gucken. Ich hätte das gerne so, dass ich jetzt oben das Öl ignorieren kann für so 5-6 Folgen, aber keine Ressourcen dabei verloren gehen. Weil wenn sich jetzt irgendwo eins der Tanks, also Schweröl oder Leichtöl oder was auch immer, zu schnell füllt, dann arbeiten die Maschinen nicht weiter. Das wäre so ein bisschen verschwenderisch und das muss nicht sein. Gerade bei Öl. Weil sobald wir einmal anfangen mit den Ölprodukten, also mit Schwefel und Plastik, dauert es eine ganze Weile, bis wir da wieder Engpässe haben. Also wo wir nicht mehr die ganzen Ölprodukte brauchen. So, du hast genug Platz, du hast... Ja. Das läuft noch nicht so lange. Also ich glaube, ich setze hier nochmal Tanks drunter. Also hier... Gute Frage. Das Leichtöl könnte ich jetzt schon aufsplitten, oder? Chemical geplant. Nee, kann ich noch nicht splitten. Schade. Aber ich könnte aus dem Leichtöl jetzt schon Brennstoffzellen machen. Spricht da was gegen? Also ja, wir bekommen später effizienteres Aufsplitten von Rohöl, sodass wir mehr Leichtöl bekommen. Aber es wird genau das gleiche Leichtöl sein. Das heißt, wir können jetzt aus dem Leichtöl genauso Brennstoffzellen machen wie später. Das wird später nicht effektiver oder irgendeiner Form besser sein. Glaube ich. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier... Wer macht die Brennstoffzellen? Kevin geplant, okay. Und braucht auch nur Leichtöl, sehr gut. Dann machen wir das so. Dann kriegst du hier ein Rohr. Dann machst du bitte Brennstoffzellen. Dann bekommst du eine Kiste. Obwohl, wir könnten das dann von hier theoretisch ja bis ganz runter verbinden mit den... mit den Steam Engines. Tu's erstmal in die Kiste. Kiste. Gelbes Ärmchen. Du bist ganz schön langsam. Ist schon wieder Stromverbrauch. Wir haben nicht genug Strom. Warum? Jetzt sagt mir nicht wegen der Wassergeschichte. Ist alles okay, ist alles okay. Du hast hier unten wieder keine Kohle, weil sich das nicht bewegt. Okay, du brauchst hier so ein anderes Ärmchen. Wie heißt das Ding? Half Output Inserter. Da, gib her. Warum machst du nichts? Er zuckt immer so ein kleines bisschen, aber macht da nichts. Okay, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Kreis. Du... Keine Eisenplatten. Hier sind Eisenplatten. Her damit. Transport Belt, Transport Belt. Ding, 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 ding. Ganz viele Eisenplatten.
Her damit. Okay. Eigentlich brauche ich unterirdische. Bau davon auch nochmal welche. So, also zieh von hier aus nach. Ne, dreh mal. Dreh, dreh. Und der kommt hier unterirdisch. Wo sind die unterirdischen? Da. Da runter. Da hoch, okay.